Meine lieben Schatzis, ich bin schon richtig lange wach. Wir haben jetzt 7.15 Uhr. Ich bin, glaube ich, 5.30 Uhr aufgestanden, weil ich gestern schon zu früh aufgestanden bin. Und ja, habe schon geduscht, meine Haare gewaschen, mich geschminkt. Und ich fühle mich gut. And I'm ready to start the day. So, an der Stelle muss ich mal was loswerden, und zwar ist es momentan so, dass ich habe das gestern schon kurz angeschnitten, aber ja, wie soll ich sagen, ich verhalte mich momentan nicht 100% wie ein Profi, und das ist mir bewusst, und ich mache das auch absichtlich, weil ich gerade ein bisschen eine schwierige Phase durchmache. Also, was heißt eine schwierige Phase, aber ich habe jetzt 2 Jahre lang eigentlich nur für den Sport gelebt, also wirklich nur für den Sport. Und ich habe halt gemerkt, so, der Sport ist mir sehr wichtig. Also der Sport ist alles, der Sport bestimmt mein ganzes Leben, selbst jetzt. Aber ich habe gemerkt, ich brauche so ein bisschen mehr Balance, ein bisschen mehr Ausgleich, ein bisschen mehr Freiheit. Und die nehme ich mir jetzt auch. Also ich gehe feiern, ich habe Alkohol getrunken, ich habe zu wenig geschlafen. Ich habe vielleicht mal einen Tag länger Pause gemacht, weil ich es einfach brauchte, weil ich halt nicht regenerieren konnte. Ich habe nicht 100% nach Plan gegessen, das habe ich noch nie gemacht, aber einfach so, wie soll ich sagen, mit dem Aufwand, den ich gerade betreibe, kriege ich ein sehr, sehr gutes Ergebnis hin, und das macht mich gerade mega happy, weil ich habe gerade den Formcheck gemacht und I'm so happy. Und ja, was ich damit eigentlich sagen wollte, versucht wirklich, den Sport so zu machen, dass ihr ihn langfristig durchziehen könnt. Weil es bringt euch nichts, wenn ihr, keine Ahnung, jetzt 3, 4, 5 Jahre euch abkrampft und dann aufhört mit dem Sport, oder selbst nach 1 oder 2 Saisons oder so, weil ihr euch einfach so kaputt gemacht habt und einfach so kein Leben mehr habt. Klar, es gibt Leute, die sind voll strikt nach Plan, jahrelang können das so durchziehen, aber ich bin einfach nicht so, und ich werde auch nie so sein. Und ich bin auch froh drum, weil, ja, wie gesagt, ich bin echt sehr, sehr happy, so wie es jetzt gerade ist und wie es läuft, und ich bin mega gespannt, was Stefan meint. Ich freue mich auch mega auf unser Training, und ja, viel blessed. Jetzt habe ich Hunger. So, meine lieben Leute, dann zeige ich euch doch gleich mal meine Morning Routine. Und zwar gibt es als erstes 8 Gramm Meta Plus. Meta Plus ist ein Stoffwechselbooster, ist vor allem auch ein Diät Support. Also das heißt, wenn ihr eine Diät macht, könnt ihr Meta Plus echt gut verwenden. Es unterdrückt so ein bisschen den Hunger und, wie gesagt, boostet euren Stoffwechsel. Wenn ihr Cardio macht, dann schwitzt ihr auch mehr, verbrennt mehr Kalorien. Dann kommt hier noch 10 Gramm Glutamin rein. Glutamin habt ihr ja auch schon genug oft von mir gehört, für einen gesunden Darm. Ich fülle den Shaker immer ganz auf, dann habe ich direkt 600 Milliliter Wasser, Flüssigkeit in Tuss, und das Ganze wird jetzt noch getoppt mit 5 Gramm Kreatin, natürlich im Dry Scoop. Oh. Normalerweise sieht das nicht so aus. Warum dry-scoope ich Kreatin? Sorry für die Anglizismen. Einfach aus dem Grund, weil Kreatin sich ja unten immer so ein bisschen ansetzt. Ich habe halt kein Kreatinpulver, was sich irgendwie auflöst oder so. Deswegen tue ich das einfach direkt in meinem Mund. Dann habe ich alles drin und spüle es dann einfach mit Meter runter. Prost. Ich habe jetzt hier Geschmacksrichtung Lemon Iced Tea. Finde ich sehr geil. Könnt ihr mal unten kommentieren, was eure Lieblingsgeschmacksrichtung ist.
Und falls ihr noch nie Meta getrunken habt, dann empfehle ich es euch, weil es ist echt mega nice. Ich trinke auch gar keinen Kaffee mehr früh, muss ich sagen. Also ich trinke so gegen Mittag dann vielleicht wieder ein. Aber ja, Meta rettet mir jeden Tag den Tag. Später. So, Friends, ich habe jetzt gerade noch ein bisschen gearbeitet. Hier ist mein Pre-Workout-Meal. Ich habe hier 60 Gramm Maispudding mit Cinnamon Cereal Designer Way. Und vorgekocht habe ich auch. Ich habe mir hier Sweet Chili Reis, auch wieder Mikrowellenreis mit dem Chicken von gestern. Wieder ein bisschen Spinat, Tomate, Gurke. Und mein Post-Workout-Meal, auch wieder Maispudding mit Whey und ein paar Beeren. Ich glaube, was übel peinliches passiert. Ich wollte euch ein bisschen was vom Weg zeigen und so, von Wien. Und ich laufe los. Mein Handy lädt irgendwie nicht meinen Standort. Ich merke, ich laufe in die total falsche Richtung und ich bin schon viel zu weit gelaufen. Und so wie ich dachte, was ich dann machen muss, musste ich dann machen. Ich musste mir ein Uber bestellen. Und ja, ich bin jetzt mit dem Uber hergefahren, bin zu früh. Bin mal gespannt, wie das wird. Es ist mein erstes Mal hier. Und ja, ich freue mich aber absolut aufs Training und auch Stefan zu sehen und ja, einfach auf alles, was kommt. Ich weiß nicht, ob ihr mich verstehen könnt, aber das Training mit Stefan ist schon wieder durch und ich habe schon wieder nichts aufgenommen. Aber das werde ich auf jeden Fall morgen machen. Wir haben Schultern trainiert, einmal seitheben, einmal frontziehen, Schulter drücken. Was haben wir noch gemacht? Eine Rückenübung. Ich mache jetzt Rücken weiter, weil ich habe einen Set-Trip bezahlt und ich will das hier nutzen. Aber wie gesagt, vom Oberkörpertraining gibt es keine Ausschnitte. Vielleicht filme ich jetzt noch ein bisschen was mit. Mal schauen. Hier ist eh irgendwie jeder am Film, deshalb. Ich bin tatsächlich den ganzen Weg vom Gym her gelaufen. Es waren ca. 40 Minuten und es hat echt gut getan. Training war auch gut. Ich trinke hier gerade mein Meta Plus, damit ich nicht sterbe in der Dusche vor Hunger, weil ich mir jetzt gleich mein Meal aufwärme in der Mikrowelle. Wir sehen uns gleich wieder. People. Ich bin gerade aufgewacht von dem Nap. Kennt ihr das, wenn ihr 20 Minuten pennen wollt und ihr pennt so eine Stunde und so in der Hälfte der Zeit fängt so an, der Wecker zu klingeln und ihr denkt so, fuck, ich muss eigentlich aufstehen, aber ich kann nicht. Und ihr seid so eine halbe Stunde einfach in eurem Schlaf gefangen und denkt euch nur so, ich muss aufwachen, ich muss aufwachen. Und gleichzeitig träumt ihr irgendwas, was richtig krass realitätsnah ist und ihr wollt eigentlich einfach nur aufwachen und ihr könnt nicht und dann wacht ihr auf und ihr habt das Gefühl,
ihr seid in einem anderen Jahrhundert aufgewacht. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ich muss mich noch erholen von meinem Wochenende. Ich bin zu wenig gepennt die Tage danach und ja, Training heute war gut. Im Training selber hat es sich jetzt nicht so krass intensiv angefühlt, aber ich glaube, durch das, dass ich wirklich zu 99% meine Muskeln getroffen habe und dafür hat Stefan gesorgt, ja, ist mein zentrales Nervensystem einfach ein bisschen Matsch. So, es gibt für mich jetzt die letzte Mahlzeit. Quark mit 99%iger Schokolade und Flake and Tasty Dark Cookie Crumb. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe den Hype nie verstanden und jetzt bin ich süchtig. Also, wenn ihr nicht süchtig werden wollt, dann lasst es bitte einfach sein, weil die Scheiße ist krank. Ich glaube, das war's für heute. Ich muss eigentlich noch kochen. Für morgen mache ich mir Steak. Das Steak, was ich mir gekauft habe, da freue ich mich extremst drauf, weil ich weiß, dass es einfach sehr lecker wird und ich liebe auch rotes Fleisch, deswegen versuche eigentlich immer so ein bisschen abzuwechseln zwischen Chicken, Fisch und rotem Fleisch, dass ich einfach immer so ein bisschen Abwechslung habe und gerade in der Off-Season, wenn ich da ein bisschen mehr variieren kann, mache ich das auch sehr gerne. So, jetzt habe ich Hunger, ich esse jetzt meinen Quark und dann vielleicht geht's weiter, vielleicht seht ihr mich auch erst wieder morgen.